Dein Name, ne? Saki, ne? Ja, mein richtiger Name ist Athanasios. Ach, das ist gar nicht Saki. Genau, nein, Athanasios ist mein richtiger Name. Ach, und die Verniedlichung ist Afanasaki. Also damit fällt, glaube ich, dein Witz schon mal in die Hose. Ja, okay, kann man nicht. Was ist hier los? Gleich wieder Action, meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Mitten aus Ruhrpott, mitten aus Essen. Wir suchen die besten Burger Deutschlands. Die Mission geht weiter. Ich war schon da, ich kann euch sagen, was kommt. Bio-Fleisch, Bio-Burger-Bahn, alles vom Feinsten, saisonale Pfifferlinge. Ihr seht das Ganze, was jetzt kommt, ist gleich im Video. Lasst euch überraschen, wir treffen uns direkt jetzt vorm Laden. Willkommen zurück bei Holles kulinarischer Reise. Heute aus dem 200G. Aus der Stadt, in die alle fahren, die Hunger haben. Essen. Am Grill des 200G steht ein waschechter Grieche. Bud Spence, ich meine Chefkoch Saki. Was wäre das 200G ohne Stühle? Und andere Geräte, die ich nicht kenne. Und Sitzbänke. Und Wagen. Und der junge Mann, der immer ein Lächeln auf die Lippen hat. Juanito. Das ist dir rechts im Bild. Seid gespannt auf das saftig-knaftige Urteil des saftig-knaftigen. Holle 2614. So, wir sind am Start. 200 Gramm, eure Empfehlung, euer Kommentar. Denkt dran, auch bei den Burger-Videos eine Belohnung. Wer den bisherigen besten Burger toppt in den Kommentaren, also haut rein in die Kommentare, euren besten Burger. Hey, was war los? So sieht er aus von außen. 200 Gramm. Guckt euch mal hier den Laden von innen an. Übertrieben vom, also hat Charisma, wirklich Charisma. Wir haben jetzt hier Saki da. Jo. Saki, grüß dich, der Küchenchef hier, moin. Also ich habe noch mal ein, zwei Fragen an dich, bevor wir gleich zum Burger gehen. Ne? So, was zeichnet euren Burger aus? Wieso ist euer Burger so beliebt? Es waren ja etliche Nachrichten für euren Burger in meinen Kommentaren. Heißt natürlich auch erstmal die Qualität. Das ist halt reines Biofleisch vom Biometzger Burchard, der hier in Essen ansässig ist. Das meintest du, irgendwas hast du vorhin angestimmt? Top 3 irgendwie so ist der? Ja, der ist unter den, seit 25 Jahren unter den Top 3 Biometzgern in ganz Deutschland. Krass. Und natürlich auch die Kreation, die wir hier haben. Ne? Ich meine, klar, Cheeseburger ist ein Cheeseburger, aber wir haben auch viele verschiedene Burger auf der Karte, wie zum Beispiel einen Detroit-Burger mit der eigenen Bacon Jam, eine Bacon-Marmelade. Dann haben wir einen Home-Burger mit Auberginenpaste, Feta-Käse und Walnüssen. Ja, dann haben wir halt die Brötchen, die wir machen, auch von der Biobäckerei, von Biobäckerei Troll. Das spielt auch eine Rolle. Ne? Und das sind halt einfach die ganzen Sachen zusammengepackt als ein Paket, ist schon mega. Und natürlich viel Liebe. Dein Name, ne? Saki, ne? Ja, mein richtiger Name ist Athanasios. Ach, das ist gar nicht Saki. Genau, nein, Athanasios ist mein richtiger Name. Ach, und die Verniedlichung ist Afanasaki. Und darum halt Saki ist der Nickname. Guck mal, die haben sogar ein Bio-Zertifikat hier und die Partner, mit denen zusammenarbeiten. Also von der Qualität scheint das echt heftig zu sein. Saki, was für einen Burger gibt es überhaupt jetzt für uns? Ich würde was ganz Verrücktes machen. Ich würde einfach mal was mit Pfifferling machen. Also der Burger des Monats. Der Pfiffige heißt der. Sind mit Pfifferling, mit Rahmsoße, mit Pokerbullsalat und frischen Tomaten und Gouda oben drauf. Und der ist richtig geil, der Burger. Das heißt, ihr macht generell, achtet drauf, was gerade saisonal am Start ist. Und wir da machen viele saisonale Sachen. Genau, jetzt sind wir Pfifferlinge. Mhm. Nächsten Monat machen wir zum Beispiel was mit Kürbischutney und Gorgonzola und Serrano-Schinken. So lobe ich mir das. Saisonal, Bio. Dann wollen wir uns mal eben den Pfiffigen genau, machen. Genau, dann können wir jetzt gerne in die Küche gehen und mal ein bisschen Gas geben. Ja, geil, Mann. Guckt euch die Platte an. 6 Jahre ist sie alt, Saki, ne? Fast 6 Jahre. Und Saki sagt, an einer Burgerplatte sieht man, ob der Laden sauber ist, ne? Definitiv. Und die ist sauber. Saki sagt gerade, 500 Brötchen gehen da durch. Genau, und werden dann getoastet, dann kommen die hier unten raus, kommen die auf den Teller. Ja, also das Ding ist wirklich klein, aber das hat... Klein, aber auch hoch. Oh ja. Das ist wie hier, ne? Leider auch. Guck mal, nur so rein als Beispiel der Küche. Alles wird selber gemacht. Wir haben hier vegane Soße, die selber gemacht wird. So sieht das am Anfang aus und wir gucken uns gleich mal das Endprodukt an. Sachen mit drin, Zwiebeln, verschiedene Gewürzen, Senf, Knoblauch. Und das wird quasi ein Salatdressing. Okay. So sieht es dann am Schluss aus. Heftig. Du meinst, die Gäste können auswählen, Saki, ne? Das sind, wie viel Gramm sind das? Das sind 120 Gramm und dann haben wir noch die 200 Gramm Burger. Weißt du, wie viele Burger ihr am Tag so ungefähr loswerdet? Ordentliche Ladung, ne? Definitiv. Also, wir haben genug zu tun und wir schwitzen danach. Ja, das glaube ich. Okay.
Brötchen haben wir schon mal. Also man merkt, dass die auf jeden Fall dafür da sind. Natürlich, sie müssen noch gebacken werden. Sind so ein bisschen wie wenn man die Brötchen holt, die man zu Hause noch in den Ofen tut. So eine Konsistenz haben die. Dann füttern wir die ein bisschen ein. Ich habe jetzt auch noch einen Cheeseburger. Ganz normalen klassischen, damit ihr auch seht, dass das halt ja wie so ein klassischer Cheeseburger sich ergibt. Weil, wie gesagt, da ist ja auch nicht jedermanns Sache so ein Pfifferling oder irgend so. Ne? Burger haben ja natürlich auch verschiedene Nester halt. Ne? Das ist so ein klassisches für den Burger des Monats. Ich finde es heftig, so viele Burger, wie ich jetzt getestet habe. Die Herangehensweise, einen Burger zu machen, die ist überall so unterschiedlich. Gerade dieses Gestalten, Vorbereiten, Zubereiten, ganz anders hier schon wieder als bei allen anderen Burgerläden. Jeder hat da seine Philosophie, seine Arbeitsabläufe. Garlic Mayo, Chili Mayo, normale Mayo. Die Pommes, alles selber gemacht, keine Fertigpommes. Also bei den Pommes, was geil ist, viel härter und fester im Biss von außen als so Standard-Pommes. So Fertigpommes, die selbstgemachte schmeckst du. Top-Pommes, geht um den Burger. Erstmal der saisonale. Es duftet nach gegrillten. Saftig. Mhm. Heftiges Pilzaroma direkt. Wow. Absolut heftig. Das ist ein Cheeseburger. Was bei dem Pfifferling-Burger geil ist, was mich halt auch extrem flasht, es ist was ganz anderes. Pfifferlinge saisonal kriegst du frisch ja nur jetzt. Wann hätte ich nur sonst essen sollen? Da ist so eine geile Rahmsoße drauf. Matcht perfekt. Cheeseburger sage ich direkt. Bin ich leicht schwächer als den, deswegen mit denen wir in die Bewertung mit rein gleich. Für mich ist jeder Bewertungsprozess aufs Neue immer übertrieben schwer. Ich lese mir jetzt jedes Mal wieder meine Bewertung von den letzten Burgern direkt vor und nochmal durch, um wirklich ein faires Ergebnis hinzukriegen für euch. Und ich versuche das mal so ein bisschen pro-kontra-mäßig auszudrücken, was dafür spricht, dass er vielleicht der beste Burger ist, wird oder auch eben nicht. Was für diesen Burger spricht, was wirklich einzigartig ist, was heftig ist, sind diese saisonalen Pfifferlinge mit dieser Rahmsoße drauf. Das ist Burner. Ich würde es jederzeit wieder essen. Was dagegen spricht, dass er wirklich der beste Burger Deutschlands ist, ist, dass das Brot für mich nicht, sag ich mal, den gewissen Kitzel hat, dass ich sage, das ist das beste Brötchen, was ich gegessen habe. Das Brot ist für mich relativ neutral. Sehr interessant für euch jetzt nochmal. Der Saki war ja bei der Bewertung eben dabei und hat jetzt noch was zu dem Brötchen gesagt, warum da jetzt nicht irgendwie nochmal ein Special drin ist oder warum das nicht irgendwie nochmal auch besonders gemacht ist. Ja, und zwar geht es ja darum, wir haben ja fast 10 verschiedene Burger und jeder Burger hat ja eine eigene Soße. So, und mal sind die ja mild, manchmal sind die richtig heftig, die Soßen, also von der Kräutermischung her und ja, da ist schon Power drin. Und man muss halt irgendwie ein Brötchen nehmen, was relativ neutral ist. Also das ist unsere Überlegung dahinter. Weil du kannst ja zum Beispiel jetzt nicht ein Vollkornbrötchen mit einem Feigensenf nehmen. Das ist, passt nicht, finde ich. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir nehmen halt ein neutrales Brötchen, weil die Soßen halt dafür da sind, das Brötchen dann aufzupäppeln. Ja, das ist genau das, was sich widerspiegelt, ja. Was ich eben meinte. Es ist ein neutrales Brötchen. Klar, wir können auch 10 verschiedene Brötchen machen oder schmeißen wir jeden Tag 50 Brötchen weg. Aber finde ich cool und interessant, dass du das so bestätigst, was ich gesagt habe. Dass die Leute wissen, ich rede keinen Mist, einfach so willkürlich. Ne? Nein, wie gesagt, ein neutrales Brötchen. Man hätte, klar, man hätte auch jetzt Gewürze reinpacken können oder irgendwelche Kräuter. Muss ja nicht zu jedem Burger passen. Das heißt, ich müsste dann für einen anderen Burger, der ein bisschen milder ist, halt ein anderes Brötchen nehmen, weil das halt von der Kräutermischung her nicht passen würde mit dem Burger, den ich machen würde. Okay, danke, Saki. Ne? Gerne. Das Fleisch hat für mich nicht genügend intensiven Charakter und es fehlen ein bisschen diese Röstaromen. Das ist der Grund, warum es nicht langt fürs ganz oben im Ranking. Ich gebe eine 7,9 von 10 Punkten. Burger, jederzeit würde ich hier wieder essen. Einfach, sag ich mal, meckern auf hohem Niveau, wenn es darum geht, der beste Burger Deutschlands, wisst ihr? Aber einfach ein Gaumenschmaus. Aber das einfach als Begründung, warum nicht die 8,8 und wir nicht den besten Burger Deutschlands hier haben. Das ist das Brot. Bisschen Kick noch beim Fleisch, aber es war einfach top. Ich danke euch für die Empfehlung. Super Burger. Haut mir auch gerne wieder eure Kommentare rein. Ich sage euch vielen Dank dafür, vielen Dank für euren Support und wir sehen uns im nächsten Video.